Salz 1250 Gramm Nudeln, Klammer auf, zum Beispiel Spaghettini, Klammer zu, 2 Knoblauchzehen, 1 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Butter, 50 Gramm geriebene Pecorino, Pfeffer für 2 Personen, 1 ca. 690 Kilokalorien pro Portion, 1 reichlich Wasser für die Nudeln in einem großen Topf aufkochen. Das Nudelwasser salzen und die Nudeln darin nach Packungsangabe bis fest, garen Sie Seite 62 folgende Klammer zu. Vom Nudelkochwasser 6 bis 8 Esslöffel abnehmen. Die Nudeln in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Erstens inzwischen den Knoblauch schälen und fein hacken. Das Olivenöl und die Butter in eine Wokpfanne oder in eine großen Pfanne erhitzen und den Knoblauch, darin bei kleiner Hitze 2 bis glasig andünsten. Drittens, die abgetropften Nudeln, den geriebenen Pecorino und das abgenommene Kochwasser dazugeben, alles gut vermischen und unterrühren 2 bis köcheln lassen, bis der Käse geschmolzen ist. Die Nudeln mit Salz und Pfeffer abschmecken. Sofort servieren.